Und damit herzlich willkommen zurück hier zu The Bus, der Bussimulation in Berlin. Und ja, das ist das erste Video von dem Bussimulator hier auf diesem Kanal. Allgemein, ich glaube sogar fast Premiere, der erste Bussimulator auf dem Kanal, wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne. Oder täusche ich mich da? Da täuschst du dich ein bisschen. Hallo Lars, erstmal grüß dich. Hallo. Tatsächlich habe ich schon mal das ein oder andere Video gemacht über den Bussimulator 16. Aber jetzt sind wir zurück bei The Bus und das ist sozusagen, ja, deine erste Aufnahme. Und das ist fast gelogen, weil wir hatten schon mal aufgenommen, aber es gab einen kleinen Fail. Die Tonspur war nicht da, man kennt's. So, aber dafür haben wir jetzt die Möglichkeit, euch halt nochmal das Spiel zu präsentieren, nochmal zu zeigen. Und ich glaube, da kommen schon unsere ersten Fahrgäste, Lars. Ja, ich habe uns jetzt bereits schon angemeldet bei unserem Ticketautomaten, würde ich jetzt nennen. Ich starte jetzt schon mal den Busmotor. Ich schalte schon mal Gang ein und dann warten wir jetzt noch die 3 Minuten bis zur Abfahrt. Beziehungsweise die 2 Minuten. Richtig. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der UI, also beziehungsweise mit der CI? Was kann man alles anklicken? Was kann man so bedienen? CI? Common Interface. Achso. Genau, die Reiter. Naja, also ich kann jetzt hier zum Beispiel die Klimaanlage einstellen, die etwas gerade nicht will, habe ich das Gefühl. Ah. Oh, noch eine schöne alte analoge Klimaanlage. Ja. Hier kann wenigstens nicht so viel kaputt gehen. Stelle ich noch so schon meine Kamera ein mit dem Schalter, wie ich sie haben möchte. Genau, da hat man ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ja. Vielleicht nicht gar so schnell, damit unsere Zuschauer das natürlich auch sehen, was du da so Schönes machst. Also, ich meine die Bewegung nach oben, den Schalter kannst du schon etwas schneller drücken. Ah, ja, ja. Seht es dem Lars nach, wie gesagt, es ist seine Premiere, seine erste Aufnahme. Bisher hat er nur Livestreams gemacht und jetzt hat er gesagt, jetzt hat er mal Lust, euch auch hier Spiele zu präsentieren. Und ja, so, dann machen wir das schon so. Freut mich auf jeden Fall. Da haben wir schon so ein kleines Feature, eine Action-Kamera. Ja, die nicht animiert ist leider. Die nicht animiert ist? Nee, weil jetzt siehst du, blub geht's auf, blub geht's runter, blups. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber wir haben uns überlegt, da wir ja auch sozusagen was dazugelernt haben in der ersten Aufnahme, wenn man so will, dass wir das jetzt mal ein bisschen anders stricken. Wir verraten euch unsere Meinung über das Spiel in der zweiten Folge. Dranbleiben lohnt sich also. Und wenn ich jetzt schon sage Folge, dann nochmal hier der Hinweis, das ist eine Staffelaufnahme. Das heißt, wir werden jetzt mehrere Folgen am Stück aufnehmen. Und wir werden diese Folgen, so wollte es der Lars, täglich erstmal herausbringen, bis wir dann den Content wieder ein bisschen runterfahren. Aber im Moment wollen wir euch jeden Tag mit einer neuen Folge den Tag versüßen. Und da geht es auch schon los. Wir sitzen im Bus und es geht jetzt vom Alexanderplatz los. Sehe ich das richtig? Genau, vom Alexanderplatz. Nächste Haltestelle ist in die Karl-Liebknecht-Straße. Zumindest gehe ich von außen, dass Karl dafür steht. Und Vorsicht! Oh, der hat gewartet, aber steht auch so halb auf dem Busspur. Ja, und der fährt auch erstmal eine Runde. Natürlich, warum nicht? So, da war noch mein Telefon dazwischen. Das bitte ich zu entschuldigen. Und ich muss mal ganz kurz arbeitstechnisch telefonieren. Deswegen, Lars, du übernimmst und ich bin dann gleich wieder da. Und wir fahren jetzt schon direkt zur nächsten Haltestelle, wenn die Ampel dann noch rot ist. Und dann haben wir wieder eine kleine Pause von ja knappen 9 Minuten, die ich aber dann definitiv direkt weiterfahren werde, weil die Zeit ist dann doch etwas eng berechnet, wenn der Verkehr wieder viel wird. Von daher ist es schon relativ schlau, dann doch nicht diese Pause mitzunehmen, die hier angegeben ist. Und ja, ich hoffe, euch wird das Material gefallen, was ihr jetzt zu Gesicht bekommt. Und LKW-Bus fahr los, danke. Ja, wir blinken rechts und dann nehmen wir schon die nächsten Fahrgäste auf. Hallo. Und hier auch noch unser kleiner Ticketautomat, den wir dann Fahrkarten verkaufen können, je nachdem, falls es ein Fahrkart zu kaufen. Ja. Und dann geht es direkt weiter zur nächsten Haltestelle. Ja. Und also der Bus ist ein Bussimulator dann, der ist. Oh Gott, mein Lenkrad soll ich mal ein bisschen festhalten.
Spandauer Straße, Marienkirche. Danke, Ansage. Er ist 1:1 nachgebaut. Also, wenn du im der Bus jetzt, also hier in der Bus jetzt eine Strecke läufst, die in Real Life läufst, wo du 10 Minuten brauchst, kannst du stark davon ausgehen, dass du in der Bus ebenfalls 10 Minuten brauchst. Und die erste Fahrkarte, die wir verkaufen heute. Die junge Dame möchte ein AB-Ticket, dann klicken wir auf AB, auf Einzelfahrkarte, drucken es aus und zieht noch 1 Euro zurück. Ja, jetzt sind wir, Gott, wir sind viel zu früh dran. Dann bleiben wir jetzt hier einfach ein bisschen stehen. Ja. Was man dazu sagen muss, ist eine Early Access. Also es ist normal, dass dieses Spiel noch Bugs hat, dass dieses Spiel noch Fehler hat. Also sei da auch nicht zu böse, wenn jetzt hier zum Beispiel mal dieser Bildschirm flackern tut. Es ist halt alles noch eine Early Access, von daher, es kann sich alles noch über diese Early Access Phase, die jetzt über ein Jahr dauert, also knapp ein Jahr ist geplant, dauert, alles ändern. Von daher ist es durchaus normal, wenn hier noch irgendwas flackert oder sonstige Fehler passieren. Ja. Unser nächster Halt ist dann die Staatsoper, wo wir ganz entspannt hinfahren werden. Wir können auch mal das Fenster ein Stück aufmachen, damit wir den Motorsound noch mal etwas genauer uns anhören können, weil er während der Fahrt doch ganz schön verblassen tut. Muss dann mal hauptsächlich dann, weiß gar nicht, hauptsächlich Blinker hört, aber mehr eigentlich auch nicht. Deswegen können wir das Fenster mal ein Spalt offen lassen und ja. Jetzt warten wir, bis die Ampel wieder grün wird. Wobei ich sagen muss, die Ampeln sind ziemlich anstrengend auf Dauer. Aber ist halt eine große Stadt. Von daher, was möchte man da anders erwarten? Und auch schön der Fernsehturm, den man jetzt nicht sieht, weil ich etwas verpennt habe, eventuell ihn zu zeigen. Im Spiegel sieht man, sah man ihn noch gerade eben kurz. Und ja, dann ordnen wir uns mal noch links mit ein. Ja, oh Gott. Ja, also das Lenkverhalten ist auch nicht immer ab und zu das Beste, beziehungsweise meine Lektionszeit ist nicht die beste. Und die Sonne blendet auch etwas, muss ich behaupten wollen. Staatsoper. Und gleich ist die nächste Haltestelle erreicht. 350 Meter. Wobei ich sagen muss, diese Strecke ist echt gut gelungen, muss ich sagen, weil ich persönlich bin öfters schon vom Alexanderplatz hintergelaufen bis zum Brandenburger Tor, was wir dann auch noch sehen werden, eventuell in dieser, wenn nicht sogar erst in der nächsten Folge, je nachdem wie lange wir jetzt brauchen. Und wir blinken rechts und halten an. Und wir haben sogar diesmal einen Haltewund, das sieht man mit dieser kleinen gelben Lampe hier. Und zwar an der großen Taste. Man sieht auch schön, wie die Leute hier aussteigen in der Action Cam, sage ich jetzt mal dazu. Hat sich irgendwie schon etwas so eingebrannt. Und insgesamt geht unsere Route jetzt vom Alexanderplatz über Leipzig Hauptbahnhof, sogar Berlin Hauptbahnhof zum Flughafen Tegel. Und ja. Jetzt wird es gerade irgendwie etwas neblig, habe ich das Gefühl. Und rechts und eine wunderschöne Baustelle, weshalb wir jetzt auf die rechte Autospur und allgemeine Spur wechseln müssen. Da unsere schöne Busspur leider blockiert ist. Machen wir hier das Fenster zu. Unter den Linden Friedrichstraße. Und wir haben schon wieder nur noch 150 Meter bis zur nächsten Haltestelle. Und was macht er denn hier schon wieder? Na, jetzt blinkt er. Dann wollen wir ihm mal das Abbiegen dann gleich ermöglichen, wenn es weitergeht. Müssen wir sicher die enge Lücke durchquetschen. Und ja. Wie ihr seht, es sind keine offiziellen KI-Marken, wie zum Beispiel Volvo, Skoda, whatever, zu sehen.
da diese Lizenz sich lieber gespart werden. Aber dafür haben wir natürlich einen sehr schönen, originalgetreuen Bus bekommen. Was natürlich nicht der einzige ist. Gut, was war das? Klingt ja weiter umschwung gerade. Was ich natürlich über die Phasen des Early Access, was man dazu sagen muss, es gibt drei Hauptphasen. In Phase 1 ist jetzt Basisspiel, Freeplay-Modus und zwei Bus-Varianten verfügbar. Und dann später werden aber noch in der Phase 2 zum Beispiel wird ein Multiplayer reinkommen für den Freeplay-Modus, ein Wirtschaftssystem für den Singleplayer. Und dann öffnen wir schon die Türen. Und ja. So wird sich das Spiel über die nächsten ca. 16 Monate entwickeln. Später werden auch noch KI-Busse kommen, weil aktuell ist mir auch der einzige Bus, der hier in ganz Berlin unterwegs ist. Straßenbahnen gibt es auch keine. Noch nicht, sagen wir es mal so. Ist alles geplant. Und ja. Da haben wir wieder meine schöne Ampel. Das heißt wieder anhalten und warten. Und ja, dieses Linie, TXL, gibt es ja eigentlich gar nicht mehr zur Zeit. Aber dieses Spiel wurde halt entwickelt auf den Spann von 2018. Also es spielt in 2018. Das heißt, damals gab es halt auch noch den Flughafen Tegel. Und somit gab es halt auch automatisch noch diese Linie. Daher... Ja. Daher gibt es auch kein BAR hier. Danke, Ansage. Jedes Mal diese Ansage, ey. Das ist wirklich eins meiner Dinger, die ich mir noch gewöhnen muss. So. Auf jeden Fall werden wir jetzt nicht zum BER fahren, sondern zum Flughafen Tegel, der damals halt noch existent war, aber leider geschlossen wurde. Und die nächste Fahrkarte wird verkauft. Wieder ein AB1-Ticket. Drucken wir das. Den Dateien hier zurück. Und ja. Dann, wie viel Zeit haben wir denn noch? 12 Minuten. Na dann. Warten wir jetzt ungefähr bis 42, das heißt 3 Minuten. Wir können uns ja mal gerne den Bus von innen etwas angucken, wo ich sagen muss, dass er echt gut geworden ist. Hier ein Platz für Rollstuhlfahrer. Wobei ich mir glaube ich fast sicher bin, es sollen später auch noch Rollstuhlfahrer dazukommen. Wo ich mich aber gerade nicht so weit aus dem Fenster lehnen will, aber ich bin der Meinung, es ist dann später möglich, auch dass Rollstuhlfahrer in den Bus einsteigen. Und ja. Ich muss sagen, das ist alles neu für mich. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt realistisch ist. Aber wir können das Fenster öffnen, habe ich gemerkt. Wir können ja mal ein bisschen die Fenster öffnen. Wobei ich sagen muss, ich bin der Meinung, diese Anzeige ist sogar richtig. Ich möchte mich aber jetzt nicht weit aus dem Fenster wieder mal lehnen. Aber immerhin sind sie stets bemüht gewesen, Anzeigen einzubauen, was ich auf jeden Fall echt cool finde. Und ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich habe jetzt 14 oder 2 Minuten. Können wir auch noch eine kleine Runde ins Brandenburger Tor drehen. Was in meinen Augen sehr gut gelungen ist. Ja. Dann ordnen wir uns mal links ein, da wir geradeaus weiter wollen, nicht rechts abbiegen wollen. In der Hoffnung, es lässt uns überhaupt jemand drüber, das ist auch so eine Sache. Werden wir dann ja sehen. Und es ist halt wirklich auch so gemacht, dass es Stoßzeichen gibt, wie zum Beispiel jetzt Berufsverkehr gibt. Dann ist halt verdammt viel los auf der Strecke und es ist verdammt schwer, auch die pünktlichen Ankunftszeiten zu halten. Und ja. Das heißt, es wird definitiv sein, würden wir jetzt eine Nachttour fahren, es wäre verdammt leer auf der Strecke, denke ich mal. Zumindest sollte es so sein. Ob es wirklich so ist, ist dann die andere Frage. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt Grün da ist. Ne, die ist auch für links abbiegen. Da können wir geradeaus weiterfahren. Und
Tja, dann fahren wir jetzt hier zum Brandenburger Tor. Aber es wird schon wieder leicht neblig, habe ich das Gefühl. Kleines Sightseeing-Tour durch Berlin natürlich noch machen, weil ich meine, wir sind eh zu früh dran, von daher können wir auch uns einen kleinen Umweg erlauben. So, dann bleiben wir stehen. Und da klinke ich mich wieder ein. Bibi. Danke. Ja, ich sehe gerade, wir sind an einer Haltestelle angekommen. Nee, am Brandenburger Tor. Am Brandenburger Tor sogar, Pariser Platz. Ja, steht ja auch wunderschön geschrieben. Ja. Und hier drüben die schöne russische Botschaft. Ja. Und das Hotel Adlon habe ich gerade gesehen. Ja, hier drüben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. So, wir haben schon fast es wieder rum. Noch eine Minute. Lohnt es sich da nochmal reinzusteigen? Kommen wir nochmal an der Haltestelle vorbei oder machen wir hier lieber mal einen kleinen Cut? Ich würde sagen, machen wir hier den kleinen Cut. Schön am Brandenburger Tor. Genau, hier haben wir auch eine schöne Kulisse, hier sehen wir noch mal was. Ja. Und ich hoffe, der Lars hat euch gut unterhalten. Ich bin ja echt gespannt, was er denn so alles erzählt hat. Ich habe es ja nur so leise mitbekommen, ich habe leider telefonieren müssen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, bin echt gespannt auf die erste Folge vom Lars. Und wenn ihr wissen wollt, wie unsere Meinung ist zu diesem Spiel, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Da ist es dann etwas ungeschminkter, da sagen wir dann klipp und klar mal, wo der Entwickler vielleicht noch Verbesserungen wahrnehmen sollte. Lars! Ja. Nun gut, dann macht doch ja mal die Abmod. Ja, dann soll es erstmal gewesen sein mit der ersten Folge von The Bus. Und ja. Dann wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bis zur nächsten Folge und ja. Bleibt gesund. Also, in dem Sinne. Alles Liebe, alles Gute, euer Team von Punk Let's Talk. Bye bye. Tschüss. So, schön.